miteinander. Willkommen zu einer neuen Folge am Tisch. Dermal als Kurer bin ich stolz drauf, meine Jugendrocker. Schön. Schön. Darf ich vorstellen? Deichstone. Cheers. Ciao zusammen. In den letzten Jahren, also von mir aus gesehen, ich bin unterdessen auch so ein alter Sack, haben wir weniger von euch gehört. An was liegt das? Wer will? Du weniger gehört. Uns ist einfach, ich sage es geradeaus, uns ist Corona dazwischen gekommen. Das ist einmal die letzten zwei Jahre, wo nichts gelaufen ist. Und vorher ist einfach so, wir sind älter, wir spielen nicht mehr 50 Mal im Jahr. Wir spielen halt nur noch 10 Mal oder 12 Mal und da gibt es ja eigentlich nur noch die Alten, die uns mögen, oder? Und die Jungen, die haben halt einen Haufen andere Interessen, oder? Heute kannst du so viel machen als Junge. Da gehst du nicht unbedingt an ein Konzert von alten Säcken. Ein paar gibt es immer, hast du heute wieder gesehen, gibt immer ein paar Junge. Aber das ist einfach. Das ist auch mit den alten Rockbands. Die sind früher sind das Götter gewesen. Und heute ist das etwas unter vielen, weil es teilt sich einfach auf. Und so ist es bei uns auch. Okay. Früher sind die ja, ich sage mal, das war ein Skandal gewesen, wenn ihr da so von Ficken und weiß ich was alles gesungen habt. Also ich kann mich erinnern, es war zwar auch cool gewesen, aber immer in der Zeitung. Es sind ja recht eigentlich verrissen worden. Wir sagen, nein, verrissen nicht. Man hat irgendwie nicht viel mit dem können anfangen, oder? Aber ich sage, ich hatte heute eine Diskussion mit einer. Unsere Texte, sagen wir, Böbelficker und Zeug und Sachen. Da, das ganze Zeug mit den Pferden und so, das ist ja aktuell. Das ist ja seit 30 Jahren aktuell. Jetzt wird vorausschauend. Es wird immer aktueller. Und wenn man uns das vorhebt, ist das ja völlig falsch, weil wir singen nur gegen das. So. Wenn man den Text zulässt, dann hört man es. Richtig, es lohnt sich auch mal, unseren Text genau anzulösen, oder? Es ist ja Böbelfick, wir tun das nicht verherrlichen, im Gegenteil. Also, wer singt schon am Pfarrer Schwanz ab und Zeug und Sachen, oder? Du, wir sind noch auf YouTube. Ist, wenn der Algorithmus auf das Mal den Schweizer Dialekt gehört, sind wir dann noch. Nein, das ist nicht so schlimm, aber. Also grundsätzlich, weißt, grundsätzlich muss man sagen, die Welt hat sich natürlich verändert. Wir machen immer das Gleiche wie vor 30 Jahren. Das ist wie bei den Rolling Stones. Aber die Welt rundherum ist anders geworden. Heute kannst du vor dem Sexy siehst du Werbung von Womanizer, von Vibratoren im Fernsehen. Das hast du vor 30 Jahren nicht. Das hast du aber oben dem Zehnigen vielleicht gesehen. Ja, und heute siehst du nackte, ich meine, heute gibt es Shows, da sind nackte Leute immer so ein Rundummel drin und da wählen andere die aus, oder das ist abstrus, da sind wir nicht mehr besonders. Also, du schaust, früher war das ein Skandal. Es gibt keine Tabus mehr, oder? Und heute ist das einfach. Noch ja, heute ist das erst, wenn einer von Ficken redet oder von schwulen Pferden. Ja, heute weiss jeder, dass Pferde schwul sind. Früher hätten wir es noch einbläuen, oder? Und dann haben wir es unterdessen einbläut, jetzt ist es aktuell angefangen. Also wir sind einfach, wie sagen wir denn, voraussehend gewesen. Ja, das ist ja eigentlich auch unser Ziel gewesen, weißt du? Wo wir einfach Musik machen. Da haben wir Themen gesucht, die niemand besingt. Also wir haben nicht von Liebe gesungen, nicht von Sehnsucht und nicht von Herzschmerz. Den ganzen Battle haben ja alle anderen abgedeckt. Und wir haben Stammtisch-Themen genommen von Pfarrer, wo ihre einfach, und das ist, und das haben wir proklamiert. Da sind wir raus und damals ist es ein Skandal, wie du sagst. Aber heute ist das kein Skandal, wo wie heisst es so mit ihnen Söcken, das erste Mal durch sind? Red Hot Chili Peppers, mit dem angefangen. Das war dort auch ein Skandal und wahnsinnig. Und wenn die heute so auftreten, würden das wird niemand mehr krank. Das können sie in der Masse nun. Ja, das ist einfach ein Phänomen von der heutigen Zeit. Wenn du schaust, was heute alles geht, das ist echt wahnsinnig.
jeder 10-Jährige kann heute mit 2 Klicks Pornofilme anschauen, die im Prinzip verboten sind. Aber mit 2 Klicks kann er das anschauen. Da kommt kein Mensch und sagt, das muss verbieten. Das ist alles, ist okay. Ja. Ich hoffe jetzt einmal, dass die Tonaufnahme einigermaßen ist. Und wir haben hier neben Drama, ist immer noch Disco, Disco, nicht, ist Rock. Ja. Die Musik hier habe ich hier oben Auftritt gehabt, hier bei der Conny in Langwald. Wie muss ich mir vorstellen, haben wir unterdessen wieder ein bisschen eine Tour geplant, wenn du sagst 10 Auftritte im Jahr, oder wie läuft das so? Also wir haben einen Musiker verloren bei uns in der Band, das ist der Oli. Der hat eine schwere Vorhautverengung immer gehabt und der ist mit dem nicht mehr zu schlagen gekommen. Und darum hat er gesagt, er will dann nicht mehr auf der Bühne rummachen. Nein, er kann politisch nicht mehr. Ja. Und dann sind wir das Dritte gewesen und das Dritte hat das nicht geklappt. Jetzt, heute war das erste Mal der Dani dabei gewesen. Und der Dani ist jetzt das neue Schöfle bei uns in der Kapelle. Und jetzt haben wir wieder ganz viele Sachen am Laufen. Es sind auch, weißt du, die ganzen Beizen und so, die haben alle auch kein Geld und die wollen etwas machen. Aber es ist alles noch, du weißt ja nicht, was in 2 Monaten ist. Ob wir in 2 Monaten noch spielen können. Auch grosse Sachen, das ist alles sehr unsicher. Wie gehen wir um mit dem G-Dings da, wo unterdessen immer moderner wird? Was heißt so dazu? Also, gehen mal weiter, oder? Uns ist ja gesehen, gefickt, geschwängert. Also, ja, die Meinungen gehen ja so auseinander mit dem Zeug, Band A und Band intern. Das sind nicht immer alle gleicher Meinung. Ja. Aber du musst irgendwie jede Meinung akzeptieren, weißt du? Der will das, der will das. Und in den Beizen, wo wir sind, die 3 Gs sind zum Teil verlangt worden und zum Teil wird es kontrolliert, zum Teil nicht. Oder? Ich bin geimpft, ich habe keine Nebenwirkungen eigentlich. Du auch nicht? Nein. Arschloch! Nein, das sind schwierige Themen und wir hoffen alle, dass es mal auffällt. Ja. Schön, wenn man mal nicht mehr über das muss diskutieren muss. Das wäre cool. Sehr cool. Aber viele Grosse, die wir früher haben, wir große Gigs gehabt und die machen heute nichts oder die warten noch. Du weißt ja nicht, ich weiß ja nicht einmal, ob es Chur eine Fasnacht ist, ich weiß nicht, ob es Chur ein Sommerfest nächstes Jahr ist, das weiß kein Mensch. Und das sind einfach Sachen, die hängen in der Luft. Also, ein kleiner Club geht gut, noch kurzfristig ansagen, Boom spielen. Aber grosse Sachen sind recht schwierig. Planen ist momentan nicht möglich. So. Ja, kannst planen, aber ob es denn stattfindet. Nicht, noch nicht stattfindet. Und für die das veranstalten, die müssen ja Geld im Finger nehmen. Für die ist es noch, für uns ist es nicht so schwierig, wenn es nicht stattfindet, dann gehen wir einfach nicht. Ja. Aber die das planen und weißt du, einen Haufen Auslagen. Equipment und alles Mögliche. Aber genau. Ja. Das ist bei allen Bands so. Und darum kommt das. Aber im Sinn haben wir eigentlich jetzt schon, dass wir wieder einmal, zweimal im Monat spielen. Ja. Also ich habe einen Haufen Sachen am Laufen und es wird sich schon etwas tun. Ja. Wenn da jetzt irgendjemand zuschaut, der Interesse hat, zum Beispiel, ich sage jetzt kurzfristig buchen, für den Club oder was auch immer, wie erreicht man euch am besten? Auf der Homepage, wir haben eine Homepage, www.tightstone.ch. Können wir einblenden noch? Ja, genau. Und dort drin hat es eine Infoadresse. Oder man findet uns über wie heißt es, Facebook. Dort kann man uns direkt anschreiben. Ja. Ist auch so passiert. Also zum Beispiel da, Conny, mit dir bin ich über Messenger in Kontakt gekommen. Also das funktioniert. Moin Will, es ist auch ein Gebüsch. Ja, genau. Nein, das passt. Gibt es noch etwas, das ihr dazufügen wollt, wo wir vergessen zu fragen, was von euch aus, was ihr den Leuten sagen wollt, den Zuschauer? Ja, zu heute kann man sagen, super geil gewesen für uns. Connys Rockbar in Landquart. Sehr empfehlenswert und man hat heute gemerkt, dass einfach sind die Leute, die hier gekommen sind, haben uns sicher gekannt. Ja. Die haben die Plausch und mitgemacht und das willst du noch mehr. Das ist natürlich so, wenn du auf der Bühne bist und spielst du umso besser in unseren bescheidenen Verhältnissen, wie wir spielen.
wenn einfach die Leute unten sind und mitsingen, als wenn du irgendwo an einem Ort spielst, die denken, oh, keine Ahnung, was da auf der Bühne abgeht. Und nicht einen Song kennen. Man hat gemerkt, die Leute sind so gut gefallen, die haben nicht wollen von der Bühne runterlassen. Sie haben das Gefühl, man muss oben runtertragen und so. Also ich finde vielleicht noch, zum Abschluss möchte ich den Jungen, gerade den jungen Zuschauern, möchte ich einfach noch, ja, ich bin ja immer, die Alten sind den Jungen immer etwas weitergeben. Das ist ja, das haben die Jungen auch gern. Wir haben das auch immer früher gern gehört von unseren Grosseltern, wenn die uns gesagt die haben. Die Tipps und den Weisen. Also ich möchte den Jungen mit auf den Weg geben. Pariser Brot allein langt nicht zum Verhüten. Ja. Aber jetzt machen wir es einfach. Ich habe vorne hier schnell aufgenommen. Ja. Dann lassen wir jetzt Tidestone Rock'n'Roll auf anhand von dem Video nach dem Interview. Ja, das ist super. Dann lässt du an, dann machst du noch ein paar Szenen. Ja, da hänge ich gerade hinten an. Hängst das macht dann noch einen Cut. Zack, ja. Boom, hänge ich gerade den Ding ab. Ja, aber du hast ja das im Griff da. Nein, ich habe es im Griff. Die Tonen so, weißt du. Ja, nein, super. Wie mir. Und los, dann schickst du mir auf Messenger oder so deinen Kanal. Ich schicke dir den Link und alles, ja, zusammen, genau. Und dann können wir das anschauen. Und dann können wir das mal anschauen, was wir da gesagt haben. Das ist auch wichtig. Ja, ja, also, ich nicht mehr weiss. Ja, bei meinem Alter weiss ich auch nicht mehr, was ich gefragt habe. Ich muss das Video noch 10 Mal anschauen, bis ich wieder weiss, was ich will. Super. In dem Fall. Grossartig. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Merci vielmals. Und danke. In dem Fall lassen wir jetzt los. Tidestone Rock'n'Roll. Let's go. We'll be right back.